Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prime World Defenders, dem Tower Defense Spiel. Ihr seht, wir haben in den letzten zwei Folgen die ersten zwei Missionen gespielt. Gehen jetzt mal in die... Talente haben wir neu, müssen wir gleich mal schauen, was hier ist. Da können wir dann noch was Neues auswählen und dazu kaufen. Was haben wir hier? Was ist das? Kampfreserven. Plus 10% Startmenge am Prime in jedem Level. Ein Platz für einen Turm. Erhöht den Zuwachs an Erfahrung um 10%. Erhöht die Maxi-Anzahl der Karten in der Sammlung auf 10. So, ich glaube, das mit den Karten werden wir dann auf jeden Fall auch bald brauchen. In den Prime-Reaktor, um Bonus, wenn die Wellen frühzeitig ausgelöst werden. Ja, ich glaube, wir werden das jetzt dazu nehmen. Ja, das werden wir kaufen. So. Wo sehen wir jetzt unsere Karten? Genau, ihr seht hier, also 25 freie Kartenplätze haben wir, 5 Karten haben wir. Also da brauchen wir jetzt noch gar nichts machen. Gehen jetzt erstmal hier auf Mission 3, Tempel der alten Götter. Hier soll man machen, schließe dieses Level ab und setze dabei nicht mehr als eine Schleuder ein. Zerstöre alle Totems in diesem Kampf. Welche Einheiten? Au, hier kommen jetzt zum Beispiel, ihr seht, Flugeinheiten. Also wir haben Bodeneinheiten, zwei verschiedene und eine Flugeinheit, dürfen aber nur eine Schleuder einsetzen und die Schleuder ist halt für die Lufteinheiten. Ne? Das müsste die hier sein. Okay, Totems. Müssen wir mal schauen, was denn diese Totems genau sind. Totems. Was meinen die hier mit Totems? Tja, gute Frage. Was meinen die hier mit Totems? Wir müssen herausfinden, was diesen Runenstein aktiviert hat. Alles deutet auf die Berührten hin. Wir konnten ein paar Türme errichten. Dann haben unsere Speer jedoch Harpyien entdeckt. Also haben wir jetzt schon die Schleuder oder... Harpyien? Nee, glaube ich nicht. Nee, haben wir noch nicht. Daher sind nicht alle Türme für den Angriff auf sie gerüstet. Wenn ihr nicht einen der Holztürme verkauft, fehlt uns das nötige Prime für unsere Luftabwehr. Ja, wieso kommen wir jetzt die Flieger gleich am Anfang? Also, wir sollen jetzt erstmal den Flieger einen Turm verkaufen. Ah, Prime-Totem, die meinen die Dinge hier, sollen wir zerstören? Also, wir sollen jetzt erstmal den Turm verkaufen. Dann würde ich sagen, wir nehmen doch mal die Mitte. Ausgezeichnet. Baut nun eine Schleuder. Auf Bodentruppen kann man mit ihr zwar nicht schießen, aber gegen Feinde in der Luft gibt es nichts Besseres. So, wir dürfen natürlich auch nur eine bauen. Naja. Ob das so gut ist, dann gleich die hier am Anfang zu haben, werden wir sehen. So, wie ist denn das mit den Türmen hier? Ach so, die kommen an die Dinger hier gar nicht hin. Ja, dann schauen wir mal, was die Schleuder denn kann. Ranger, da! Der hiesige Stamm hat seine Totems zurückgelassen. Wenn wir sie zerstören, erhalten wir etwas mehr Prime für unsere Türme. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Naja, achso, die schießen ja auch mit auf die Lufteinheiten, dann geht's ja noch. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, doch zu früh starten lassen. Ne, wir müssen einen Turm bauen. Was brauchen wir denn? 30? Komm. Zerstört was? Ich brauche... Jetzt, ja. Ah, das werden wir dann hier machen. Haben wir eine größere Angriffsreichweite. Hey, du sollst auf die Dinger hier schießen. In den Kampf. Oh, Gott sei Dank. Also ihr seht, wenn die in Reichweite kommen, schießen die automatisch auf diese Totems. Jetzt kommen wieder Lufteinheiten. Können wir starten lassen. Stellen hier noch einen Turm auf. Was bekommen wir denn hier dazu? Plus 12. Plus 12 bekommen wir da. So, der kann jetzt in aller Ruhe die Dinger hier wieder zerstören. Oh, ob das natürlich jetzt so gut ist hier. Die kommen so schnell durch. Werden wir doch mal die Dinge hier einsetzen. Ich hoffe, die geht für Luftziele auch, ja.
Die geht für Luftziele auch. Komm, schieß doch mal die Flatterdinger hier runter. Es darf keiner reinkommen. Schieß! Oh, Glück gehabt. So, dann brauchen wir, was haben wir hier? Das ist dieser Verlangsamungsturm. Den werden wir mal hier hinsetzen. So, das ist weg. Der schießt auf das. Dann haben wir das hier. Dann werden wir hier noch einen Verlangsamungsturm machen. Genau, und hier einen Turm, der wohl schießen kann. Plus 11. So, was brauchen wir denn hier noch? Nehmen wir erstmal wieder die Bombe hier. Und den Turm. Ah, dann kommt der aber leider. Kommt der jetzt an die ganzen Totems hier hin? Weiß man nicht. Ich hoffe natürlich. Warum haben sie mir keinen besseren Turm gegeben? Ja, was soll ich denn machen? Aufwerten kann man ja leider noch nicht. Kommt. Ah ja, der kommt dann beide hin. Seht ihr hier? Und der schießt auch mit. Also das sind nicht nur die Türme, wo auf die schießen, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir wieder die Flugdinger hier. Verdammt, wir haben die Harpyienkönigin geweckt. Ja. Wo ist denn die Königin? Ach, weil die jetzt blau sind und immer grün, kann es sein, dass sie das meinen. Bombe. Ja, das wird aber auch kein großer Schaden, ey, was die Dinger hier machen. So, machen wir hier Verlangsamung. Ich habe ein Geschenk für euch, ihr Monster. Oh, 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 ich glaube schon, das wird eng. Die ist ja überhaupt nicht angekratzt hier oben. Ach so, wir dürfen ja keine Schleuder mehr bauen. Aber ich glaube, jetzt gehen die hier in die Basis rein. Ja, so gehen die doch da rein. Nein. Die sollen doch nicht reingehen. Ah, jetzt haben wir natürlich schon eins verloren. Okay, das kann man jetzt eh nicht anders da machen. Dann müssen wir das nochmal spielen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, auch nur eine Schleuder errichten. Dann werden wir das erstmal so durchspielen und dann werden wir die Mission nochmal spielen. Und dann können wir ja Schleudern aufbauen, was wir wollen. Dann haben wir es ja schon einmal abgeschlossen. Boah, die werden immer hartnäckiger, die Kerle hier. Nehmt das! Ah, das war natürlich jetzt ein komplett falscher Turm, was ich jetzt hier gemacht habe. Ihr seht, die sind schon extrem, wenn wir die Schleuder nicht haben. Die kommen wir schon verdammt gut durch, ohne viel Schaden zu nehmen, die Typen. Bombe. Nee, also das ist ja Wahnsinn. Wie soll man das schaffen? Also mit einer Schleuder jetzt, meine ich. Jetzt machen wir mal hier noch Gift. Wie viele Wellen haben wir denn noch? Drei noch. Ja, aber wie gesagt, wir lassen jetzt erstmal eine Schleuder. Also das wollen wir ja auf jeden Fall so beenden, ne? Damit wir den Bonus mit einstreichen. Boah, die Dinger werden auch immer mehr hier. Komm, Bombe. Ja, aber die macht ja wirklich überhaupt nicht viel Schaden, das Ding. Machen wir hier noch einen Turm. Ich weiß nicht, ob die Verlangsamungsdinger hier nur gegen Bodenziele sind oder auch gegen Luftziele. Ich habe keine Ahnung. Die fliegen irgendwie noch genauso schnell wie vorher. Ihr Bestien kommt hier nicht durch. Ja, da sind aber schon einige durchgekommen, ey. Was ist denn das hier überhaupt? Ach so, da können wir wieder was draufbauen. Ich glaube, dann haben wir einen besseren Angriff. Komm, schieß mal wenigstens den einen Vogel noch runter. Den einen Vogel. Oh, 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 wie viel haben wir noch? 8 Stück. So, letzte Welle.
Dann können wir jetzt die Türme erstmal verkaufen. Und den da noch. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Angriff. Achso, Angriffsgeschwindigkeit ist es nur. So, los, komm, schießt es runter. 8 Stück dürfen wir noch rein. Oh, 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 oh. 3? Ah, das war jetzt wirklich knapp. 3 Herzen haben wir noch. Okay, wir haben jetzt das erledigt. Zerstöre alle Totems. Achso, wir haben ja das beide schon durch. Okay, mit einer Schleuder abschließen und die Totems haben wir zerstört. Dann müssen wir halt jetzt mal auf Neu starten klicken. Sammeln jetzt mal den Feuerturm noch mit ein. Und müssen jetzt hier nochmal spielen. Und wie gesagt, jetzt... herausfinden, was die Harpyien. Und jetzt können wir ja Schleudern nehmen, was wir wollen. Ausgezeichnet. Jetzt können wir Schleudern nehmen, was wir wollen. So, dann kommt er mal hierher. Die Totems können wir ja alle zerstören, aber wie gesagt, wir müssen jetzt jede Menge Schleudern bauen. Ja, ihr seht schon, die Schleudern machen schon einen höllischen Schaden an den Flugdinger. So, komm, gib mir einen neuen Turm. Warum haben sie mir keinen besseren Turm gegeben? Na? Gib mir doch mal einen neuen Turm. Komm, 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 komm. Was kriegen wir dazu? 6, wenn wir drauf drücken. Wir brauchen Schleudern für diese Flugdinger. Was kosten die jetzt? 25? Die setzen wir dann hier hinten mit rein. Oh, ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, ne. Wir können ja hier auch noch einen Turm platzieren, der wo dieses Totem zerstört. So, hier machen wir Bombe gleich wieder. Los, wir brauchen mehr Türme für die Totems. Wir brauchen Punkte. Ja. Setzen wir den mal hier hin, oder? Hätte ich jetzt ehrlich mal gesagt, ja. Können wir da hinten lassen. Dann hat der nämlich die Reichweite von denen 2 hier. So, hier sind alle Bodendinger weg. Was kommt jetzt wieder auf Boden? So, jetzt zerstören wir das Ding hier weiter. So, 38. Jetzt kommt auch erst wieder nur Boden. Also dann machen wir hier mit denen Totems weiter. Ach, der kommt hier gar nicht drüber. Das ist ja blöd. Das ist ja wirklich blöd. Da werden wir die Flugdinger jetzt mal bauen. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Die schießen schneller. So. Machen wir trotzdem die Bombe wieder. So, welche Totems? Ach, hier hinten ist auch nur eins. Oh, das ist ein minimales Ding, dass der da nicht hinkommt. Aber die kommt ja hin. Müssen wir es halt so machen. Komm, Leute, zerstört die. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch eins. Ihr Bestien kommt hier nicht durch. Was setzen wir denn da hin? Ich weiß gar nicht, ob das Gas die Dinger angreift. Ja, jetzt machen wir es trotzdem erstmal so. Oh, jetzt kommen die Flugdinger. Verdammt, wir haben die Harpyienkönigin geweckt. Jetzt kosten es schon 33, alles klar. Also da müssen wir jetzt schauen, dass wir schnell an 33 Punkte kommen. Hier setzen wir die Bombe ein. Also ihr seht, die Bombe macht wirklich überhaupt keinen großen Schaden. Komm, 3 Punkte noch.
Ah, jetzt sind wir wirklich gut gefahren. Komm. Hey. Ihr braucht aber trotzdem noch verdammt viel Pfeile für die. Okay, aber wir haben ja, wie gesagt, die Schleuder noch. Das geht. Ja. Schafft schon. Das ist ja unser Giftturm. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Unseren Giftturm. Den setzen wir jetzt mal hier mit ein. So, mach du mal das Ding hier kaputt. Oh, oh, oh. Komm mal die durch? Nee. Jetzt habe ich aber Chance gehabt. Ach so, hier haben wir ja auch noch eins. Ah ja, ihr seht, der Giftturm schießt auch aufs Totem. Haben wir jetzt Glück gehabt. Genau in Schwarze. So, Schleuder, komm, mach hin, ne? Ja, komm, nicht durch. Das passt schon. Die Flugdinger sind weg, aber da kommen noch mal welche. So, da haben wir den Turm noch. Welchen Turm setzen wir denn ein? Machen wir einen Giftturm? Den Giftturm. Und dann machen wir, ich glaube, noch so einen normalen. Hey, 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 hey. Jetzt sind sie aber wirklich weit. Hey, es darf keiner das durchkommen. Lustig. Schießt es ab. Oh Gott sei Dank, ich hab gedacht, die kommen durch, ey. Ach so, zweimal kommen die Flugdinger noch. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt langsam mal die Türme ein bisschen aufwerten. Weil der Schaden ist ja nicht besonders, was die jetzt hier haben. Zur letzten Absicherung hier noch was hin. So, Schleudern, macht eure Arbeit, ey. Die letzten zwei, Ach, halt, da kommt ja noch mal eine. Schleudern, schleudern, schleudern. Letzte Welle kommt jetzt. Schleudern, die machen wir hier mit hin. Oh, schleudern, macht hin, ne? Noch ein paar Grad niedriger. Das sind mal ein bisschen zu viel Flugdinger noch. Okay, ja, ja, ja. Ah ja, okay, die kriegen's runter. Gott sei Dank. So, dann machen wir hier noch eine Schleuder. Oder? Ja. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Könnten wir jetzt dann nochmal die Bombe hier zünden. Hier noch eine Schleuder dazu. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Jetzt seht ihr ja, die Gesundheit und tschüss ist er. Also wie gesagt, ihr müsst halt der Mission dann mehrfach spielen, weil wie gesagt, mit einer Schleuder werdet ihr diese Mission auf jeden Fall nicht schaffen. Das ist ja unmöglich. Ihr habt ja gesehen, wie viele Schleudern wir braucht haben und trotzdem sind ja die fliegenden Dinger hier bis hier hintergekommen. Also mit einer Schleuder keine Chance. Müsst das öfters da spielen. Zweimal haben wir es jetzt genau gespielt, habt ihr ja gesehen. Jetzt gehen wir mal auf weiter. Ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich mal was an den Karten hier machen können. Okay, hier haben wir eine neue Mission. Neu anzeigen. Ah, jetzt haben wir unsere Kartensammlung. Deine Kartensammlung. Hier kannst du zwischen den Missionen Türmen und Magie, mit denen du spielst, festlegen. Wir haben jetzt den Feuerturm. Für das nächste Level benötigst du einen Feuerturm. Nimm ihn dir. Nun ersetze eine der Türme in der unteren Leiste. Ja, aber welchen? Komm, jetzt nehmen wir einfach mal den Giftturm. Eine gute Wahl, Ranger. Nun werden die hiesigen Berührten keine Chance gegen uns haben. Zurück. So, den Feuerturm sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mit am Ball und verfolgt die ganzen Folgen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.